Hallo zusammen, grüßt euch. Im heutigen Video zeige ich euch einmal, welche Pilze bei uns alle im Wald wachsen. Es fängt an mit dem Maronenröhrling. Der ist essbar, hat aber auch schon seine Tage hinter sich. Jetzt kommt noch ein zweiter ins Bild, der ist schon umgekippt. Dann geht's weiter mit dem König der Pilze, dem Steinpilz. Der ist auch schon angefressen, aber eigentlich noch recht gut. Perlpilze hat es bei uns auf dem Grundstück auch sehr viele. Erkennt ihr hier an dem Anfang beginnenden rötlichen Rand. Und weiter geht's mit dem Zitronentäubling oder Ockertäubling genannt. Bei Täublingen bin ich mir allerdings immer nicht ganz sicher, also diese Pilze nehmen wir auch nie mit, um sie zu essen oder so. Die bewundern wir einfach nur im Wald. Jetzt geht's weiter mit einem Allerweltspilz, dem Rotfußröhrling. Der schmeckt allerdings nur in einem Mischgericht gut. Ansonsten finde ich den sehr minderwertig vom Geschmack her. Wer es mag, kann da gerne reinhauen. Und weiter geht's mit einem Frauentäubling. Der soll wohl recht gut essbar sein, hat auch hier eine sehr gute Qualität. Wie gesagt, wir nehmen die nicht mit. Nun kommt ein weiterer Täubling ins Bild. Da kann ich nichts Näheres zu sagen. Vielleicht auch ein Ocker- oder Zitronentäubling, der dunkel geworden ist. Und dann haben wir wieder einen, wieder ist gut, einen kahlen Krempling. Aber das auch nur mit Fragezeichen. Es ist halt irgendein Trichterling. Ob es jetzt ein kahler Krempling ist, weiß ich nicht genau. Diese Pilze sind übrigens giftig. Dann kommen wir zu einem ganz bekannten Pilz, dem Fliegenpilz. Der ist hier leider ein bisschen angefressen. Aber auch die wachsen bei uns. Ja, hier kommt mal eine Kröte ins Bild. Dann haben wir einen violetten Lacktrichterling. Die kann man ganz gut als Würzpilze trocknen und verwenden. Man soll sie allerdings nicht in Massen essen, weil sie durchaus noch eine Strahlung und Belastung haben. Ja, hier haben wir Parasolpilzreste, die wir bei uns versuchen auf dem Grundstück auszusäen, in Anführungszeichen. Denn tags zuvor hatte ich ein paar Parasole gefunden. Wir haben sie dann als Schnitzel gebraten. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder von. War übrigens sehr lecker. Ja, und bei uns wuchsen auch Knollenblätterpilze, eine ganze Reihe. Hier seht ihr mal meinen Versuchsaufbau mit so einer WLAN-Kamera. Hier sieht man keine Pilze mehr, aber gleich seht ihr noch zum Abschluss eine Zeitraffer, die sich, glaube ich, über 3 oder 4 Tage erstreckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt meinem Video gerne ein Like und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann, euer Rainer.